Warum wird sich in Destiny alles ändern und welche tiefgreifenden Änderungen erwarten uns in der kommenden Lightfall-Erweiterung? Hier in der Kurzübersicht. Let's go! Mit der kommenden Lightfall-Erweiterung bekommen wir wieder einen neuen Planeten und zwar den Neptun. Und dort erwarten uns diesmal nicht irgendwelche verlassenen Ruine oder Orte, sondern wir erhalten eine belebte und lebendige Stadt, die mit ihren Lichtern einen ganz anderen Stil rüberbringt. Im Gegensatz zu den bisherigen Gebieten sind diese Städte nicht verlassen, sondern belebt, und nun mit der Inversion der Kabale ist es unsere Aufgabe, diesen Planeten und natürlich auch die Pläne der Kabale und vor allem der großen Dunkelheit zu vereiteln. Im Prinzip, so haben es die Entwickler genannt, wird sich die gesamte Story wie eine Art Infiltration spielen. Das heißt, wir kommen in eine Stadt, müssen diese gegen die Angreifer verteidigen und natürlich im Großen und Ganzen auch gegen die androhende Dunkelheit, die uns hier weiterhin verfolgt. Damit auch diese Stadt ordentlich genutzt wird und das Gameplay ebenso aufgefrischt wird, kommt eine großartige Änderung, welche das Gameplay tiefgreifend ändern wird. Es kommt der sogenannte Grapple Hook. Es ist eine grüne Schnur, die ihr auswerfen könnt und die überall an jedem Ort hängen bleiben kann. Entweder befestigt sich die Grapple Hook an einem Gegenstand, an einer Wand oder einfach so in der Luft und ihr könnt euch mit dieser in neue Gegenden schwingen. Mit dieser Schwungfunktion habt ihr die Möglichkeit, neue Orte zu erkunden, man reizt sozusagen auch die Entdecker- und Abenteuerlust ein wenig und natürlich wird dieser Grapple Hook auch in die Kämpfe mit eingebaut. Und so wird sich das Ganze viel dynamischer spielen als bisher, weil wir nicht nur mehr springen und rutschen und laufen, sondern mit dem Grapple Hook vielleicht auch Gegner flankieren und ganz andere Positionen in Kämpfen schnell erreichen können. Neben dem Greifhaken nutzen wir diese neuen Mächte auch für eine neue Subklasse. So erhält jede Klasse eine neue Subklasse mit dem Element Strang. Diese zeichnet sich durch dieses grüne Leuchten aus und bedient sich sozusagen der dunklen Materie, die überall um uns herum schwebt, um neue tolle Fähigkeiten, Granaten und Superfähigkeiten auszulösen. So wird der Warlock diese Fähigkeit nutzen, um Energie aus der Leere zu ziehen, ähnlich wie bei der Nova-Bombe, und ein Hagelfeuer aus grüner Energie auf die Gegner herunterzulassen. Der Jäger wird wie eine Art Kettenpeitsche ein Seil schwingen und mit diesen in seiner Super die Gegner attackieren, und der Titan bekommt zwei wuchtige Klingen und kann mit diesen den Gegner den Chaos machen. Ähnlich wie bei der Stasis-Fähigkeit werden wir diese Fähigkeit, diese Subklasse, automatisch im Laufe der Story freischalten. Wie stark diese Klasse wird, lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen, aber wenn man auf die vergangenen Erweiterungen zurückblickt, wird diese Klasse in den ersten Seasons sicher die bevorzugte Wahl für jede Klasse sein und eine Menge Spaß mit sich bringen. Das haben wir auch bitter notwendig, denn mit dem Tormentor, dem Folterer, kommt eine neue Art Miniboss, welche extrem stark sein wird und immer wieder im Spielverlauf auftaucht wird und uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellen wird. Hier bin ich schon gespannt, wie diese sich im Vergleich zu den Champions schlagen. Ein neuer Planet, neue Fähigkeiten, eine neue Spielweise, das ist natürlich sehr toll, aber keine tiefgreifende Änderung im Destiny-Universum. Diese kommt diesmal auf einer ganz anderen Seite, und zwar in Form der sogenannten Hüterringe. Ja, mit der neuen Erweiterung wird ein neues Level-System eingeführt. Man hat jetzt noch nicht bestätigt, dass die Hüterränge das Power-Level ersetzen werden, aber die Hüterränge werden ein eigenes Rangsystem sein, mit welchem man pro Aktivität, pro abgeschlossene Aufgabe und Herausforderung stärker wird. Nicht stärker im Sinne von, dass man mehr Schaden austeilt, aber man bekommt ein kleines Level-Symbol, wahrscheinlich auch ein paar Ringe und Belohnungen, mit welchen man nach außen zeigen kann, wie erfahren man als Destiny-Spieler schon ist. Diese Ringe sollen dann in weiterer Folge helfen, dass man bei seiner Suche nach Mitspielern oder Gruppen sich leichter tut, passende Mitspieler zu finden. So kann man sofort erkennen, was hat der eine Spieler bereits erledigt, welchen Rang hat er, ist er für den Raid bereit oder ist er eh jemand, der jetzt ein bisschen mehr Hilfe braucht, ist er genauso ein Profi? Mit diesem System wollen die Entwickler, und das finde ich sehr gut, die Möglichkeit schaffen, dass die Spieler, auch ohne dass sie sich vorher über externe Seiten abchecken müssen, sofort erkennen, wie weit ist der Spieler in seiner Story, in sein Spiel gesehen, in seiner Spielerfahrung, und ist er für den Content schon gut vorbereitet oder muss man ihn vielleicht auch unter die Arme greifen. Mit diesen Hüterrängen kommt auch ein neues Empfehlungssystem, mit welchem ihr Hüter nach Abschluss einer Aktivität
Belohnung gegeben könnt. Ihr könnt also zum Beispiel anderen Mitspielern nach dem Abschluss einer Aktivität aussprechen, dass sie ein guter Teamleader waren, gut fürs Team gespielt haben etc. Wir kennen sowas ähnliches aus anderen Spielen oder auch aus der PlayStation 5 und damit soll man sich sozusagen pro Season einen Rang aufbauen. Wieso pro Season? Ich habe im Video gesehen, dass diese Empfehlungen und wahrscheinlich auch dieser Hüterrang, so wie ich das sehe, begrenzt ist und zwar zeitlich begrenzt. Ähnlich wie bei der Season könnte es also wirklich sein, was die Leaks bereits voraussagen, die Power Levels könnten abgeschafft werden und stattdessen kommt dieses Hüterränge und Empfehlungssystem, mit welchem man pro Season aufsteigt, sich für die Inhalte bereit macht und so spielt es dann keine Rolle mehr, seine Ausrüstung gleich auf dem obersten Stand zu bringen, denn das gibt es dann gar nicht mehr, sondern man kann dann mit den Hüterrängen und den Empfehlungen vorweisen, ob man für gewisse Inhalte bereits bereit ist oder ob man vielleicht ein paar Profis braucht, die einen hier durchziehen oder ob man eben mit anderen Neuanfängern den Inhalt zum ersten Mal durchtesten möchte. Abgerundet werden diese sozialen Features mit der Gruppensuche. Endlich werden wir in Destiny 2 ein eigenes Tool haben, mit welchem wir in-game über ein eigenes System nach Gruppen oder Mitspielern suchen können für schwerere Inhalte, egal ob Raids, Dungeons oder vielleicht auch die Dämmerungs-Nightfalls. Und in diesem Gruppensuchen-Tool, wir haben hier einen kleinen Screenshot, welcher noch nicht final ist, sieht man dann, wer sucht, was wird gesucht, braucht man ein Mikrofon, braucht man kein Mikrofon. Alle diese Dinge, die man schon aus der Handy-App kennt, werden in Destiny 2 integriert mit der neuen Erweiterung. Und so sollte es in Zukunft noch einfacher sein, Gruppen zu finden. Natürlich wird es weiterhin so sein, dass es Inhalte gibt, welche nur für Gruppen ausgelegt sind und es wird auch weiterhin schwere Inhalte geben, denke ich, wo man Mikrofon braucht, also man wird nicht darum herum kommen, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, aber es wird um ein vieles einfacher passende Gruppen zu finden und zusammen mit den Hüterrängen und den Empfehlungssystemen kann man sich auch ohne, dass man eine fixe Gruppe hat, einen gewissen Rang spielen, gewisse Empfehlungen auch aufbauen und dann, wenn man solche Gruppen sucht, vorweisen, dass man schon Erfahrung hat bzw. viele Empfehlungen bekommen hat und so ist man dann vielleicht auch schon ein sehr willkommener Gast in jeder Raid-Gruppe, weil man schon solo oder in anderen Gruppenspielen unter Beweis gestellt hat, dass man es wert ist, mitgenommen zu werden. Zu guter Letzt bekommen wir auch eine Loadout-Funktion, mit welcher wir dann zukünftig bei jedem Hüter einstellen können, ein Set für Gruppeninhalte, ein Set für Solo-Inhalte, ein Set für PvP-Inhalte, können dazwischen problemlos umswitchen, es werden auch die Modifikationen getauscht und so wird in Summe das ganze Spiel nicht nur einfacher von der Handhabung her, sondern zusammen mit den ganzen sozialen Features, dem neuen Planeten und dem Grappling Hook eine sehr große Erweiterung, welche auch tiefgreifende Änderungen an Destiny vornehmen wird. Ich bin gespannt, wie sie die Versprechen alle umsetzen werden und nun seid ihr gefragt. Was haltet ihr von dieser Vorstellung? Seid ihr genauso gespannt wie ich? Und vergesst bitte auch nicht, ein Abo zu hinterlassen, damit ihr keine weiteren Destiny 2 Videos mehr verpasst. Bis dahin, alles Gute, viel Lootglück, euer Emmanuel.